Die Arbeit geht uns nicht aus, die Arbeit wandelt sich. Arbeit ist eben nimmer wie früher mit den Händen die materiellen Dinge direkt bearbeiten, schrauben, fräsen, montieren, das haben uns die elektronisch gesteuerten Maschinen abgenommen. Nein, das, was an Arbeit entsteht, ist Arbeit am Menschen, ist die sehr kleinteilige materielle Arbeit. Die Badsanierung wird weiterhin vom Handwerker erledigt. Und jetzt kommt's, vor allen Dingen die Arbeit mit Wissen. Planen, organisieren, beraten. In dieser gigantischen Wissensflut das Wissen rauszusuchen, was ich brauche, um mein Problem zu lösen. Verstehen, was der Kunde eigentlich meint. Das ist immer das größte Problem, gerade in der Softwarebranche, weil da geht so ein Programmierer zu dem Mittelständler rein, hat keine Ahnung von den Informationsprozessen in der Firma, der Mittelständler, der kann sich wieder nicht richtig ausdrücken, alle Naslang fällt ihm was Neues ein, die reden aneinander vorbei und dann entsteht am Ende eine Schrankware. Das ist eine Software, die immer nur im Schrank rumliegt. Ist kein Problem der technischen Machbarkeit, sondern ein Problem der Kommunikation. Es geht nicht um Technik, sondern je mehr Technik wir haben, desto mehr wird es um die Menschen hinter der Technik gehen. Oder wenn man einen komplexen Sachverhalt durchdenkt, analysiert und niederschreibt. Und wissen Sie, einer muss sich immer plagen. Entweder der, der es schreibt oder der, der es liest. Und wenn sich nicht der plagt, der es schreibt, dann werden Sie am Ende die plagen müssen, die es lesen müssen. Und auch das ist meine Arbeitszeit, Lebensenergie, Arbeitskosten. Also es geht um die Wertschöpfung in der gedachten Welt. Darum geht's. Und das heißt, dass nicht nur ein paar Akademiker dort arbeiten, sondern alle Berufe auf allen Qualifikationsniveaus haben immer mehr Arbeitszeitanteile, wo sie mit unscharfem, unstrukturiertem Wissen eine Wertschöpfung leisten müssen. Auch beim Fliesenleger weiß ich, der Fliesenleger hat in einer Stunde so und so viel Quadratmeter Fliesen gelegt. Da weiß ich, was der schafft. Aber auch ein Fliesenleger muss immer mehr Bescheid wissen über Materialien, Design, Lieferbarkeit und er muss auch ein schwieriges Ehepaar beraten können. Also das ist eine unscharfe, unstrukturierte Gedankenarbeit. Also selbst die einfacheren Berufe haben immer mehr Arbeitszeit, wo sie eine Gedankenwertschöpfung leisten müssen. Der Arbeiter an der Maschine, früher immer die gleichen Dinge zu erledigen, jetzt hat er Materialien, die hat er noch nie gehabt. Der muss die Kollegen fragen, wie die Materialien interagieren. Also es wird für alle komplexer. Und eine der großen Befürchtungen ist ja, dass uns die Arbeit ausgeht und vor allen Dingen das untere Drittel der Bevölkerung keine Arbeit mehr haben wird. Und da möchte ich völlig widersprechen aus zwei Gründen. Wir sehen zwar die hochqualifizierten Stellen, die unbesetzt sind, und wir sehen das Prekariat. Und das passt natürlich nicht zusammen. Aber wenn sich in diesem Land jeder eine halbe Stufe weiter qualifiziert, wenn der Hoffeger zum angelernten Arbeiter wird, der angelernte Arbeiter macht doch noch die Ausbildung, der Geselle macht einen Techniker, wenn sich jeder eine halbe Stufe weiterentwickelt, entsteht ein Sogeffekt, der dazu führt, dass wir die einfachen Leute zum besseren Teil mit integrieren können und die schwierigeren Stellen noch besser besetzt werden. Es gibt einen Mangel an Bauelektrikern, es wird überall gebaut ohne Ende. Und so ein Bauelektriker ist auch ziemlich teuer. Und dann hat die IHK in München Langzeitarbeitslose ausgebildet in 3-Monatskursen zum Bauelektrikhelfer. Da kommt also der teure Bauelektriker und macht seinen Kreidestrich in den Rohbau rein und dann kommt der Bauelektrikhelfer und fräst dann da die Schneise rein und hat so 80% der Routinearbeiten übernommen. Das heißt, wenn wir die einfacheren Leute integrieren und die Routinearbeiten übernehmen für die höher Qualifizierten, dann ist allen geholfen, weil die sich neuen Aufgaben zuwenden können und die einfacheren doch integriert sind. Es ist wichtig, solche positiven Bilder zu haben. Wenn Sie Erfolg haben wollen auf diesen Rednerbühnen, dann müssen Sie Schreckensszenarien verbreiten. Digitalisierung, 40% der Leute werden arbeitslos, wir werden alle in Altersarmut enden, wir brauchen das bedingungslose Grundeinkommen. Solche Sachen müssen Sie erzählen, wenn Sie Erfolg haben wollen, weil das Gehirn funktioniert so. Das Gehirn funktioniert mit negativen Nachrichten. Das war in der Steinzeit super. Da haben sie nämlich überlebt, wenn sie hinter jedem Grashaufen einen Säbelzahntiger erwartet haben. Und es wird bei uns vielleicht so weiter vererbt in Deutschland mit 30-jähriger Krieg oder Bombenkrieg und Flucht und Vertreibung, dass wir auf die Katastrophen schauen, ganz besonders. Aber wenn wir wollen, dass die Leute sich ändern, wenn wir einen Wandel wollen, wenn die Leute mitmachen sollen, dann brauchen wir positive Bilder. Sonst entsteht eine Stimmung wie auf der Titanic, als es sinkt und jeder kämpft nur um sich und seinen Platz im Rettungsboot. Wenn wir aber in der Wissensgesellschaft produktiv sein wollen, dann müssen wir schauen, dass die Leute zusammenarbeiten. Und 3 mittelmäßige Leute, die gut zusammenarbeiten, sind bedeutend produktiver als der Supercrack, wo es aber nicht gelingt, die Ergebnisse der Arbeitsteilung zusammenzuführen. Wohlstand in Zukunft ist eine systemische Leistung zwischen Menschen und keine Einzelleistung.